Eine Depression ist eine über 2 Wochen anhaltende Phase mit einer ausgesprochen und für den Betroffenen ungewöhnlich niedergedrückten Stimmung, mit einer Antriebsminderung, mit einer sogenannten Anhedonie, also Freudlosigkeit, oft mit Interesseverlust einhergehend, Konzentrationsproblemen, Schlafstörungen, kann auch so weit gehen, dass dann Suizidgedanken und Suizidabsichten entstehen, bis hin dann auch bei schwer ausgeprägten Depressionen mit psychotischen, also wahnhaften Gedankeninhalten.